Von Anfang würde ich hier stehen. Und wenn die langsam reinkommen, mache ich einen lockeren Drehung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Von hinten, ich tue erst mal den Rücken zeigen, guck, dass du vom Profil unten filmst, dass ich wie Vorkreuz habe, wie immer. Dass die Leute wissen, dass ich meinen Latissimus intensiv trainiert habe. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den ersten Show ohne Namen, wo wir noch Namen auf der Suche sind. Wir haben heute Gäste da, lass mich nicht lügen, Giganten. Die haben Ferien geschrieben, haben selber mit agiert, frittiert, die haben das ganze Ding auseinandergenommen. Die Rede ist von den Discounter. Gibt's mir einen Riesenapplaus für Frank, Andreas, Frederik, Cedric, Birgit, Bender und Pascal. Hi. Bruno. Bruno. Hey, alles klar? Moin, Emil. Hey. Moin, Oskar. Hey. Grandios. Super. Setzig. Hast du noch einen Stuhl oder so? Hat er vergessen. Ich bin seit 6 Jahren da. Antoine? Danke. Ja. Wir müssen mal deinen Anstecker. Ton. Ist alles okay bei dir? Ich hab mitgekriegt, dass Joel schon losgeht. Können wir weitermachen? Cedric, ist der Ton da? Können wir es auch nochmal machen, weil der Ton war nicht perfekt. Tut mir leid, ey. Sollen wir mal kommen? Oder? Ja, wenn es geht. Okay. Ja. Okay. Tut bitte eure Taschen leeren noch kurz. Habt ihr was eingesteckt von den Bonbons? Nee. Okay, super. Herzlich willkommen zu den Show ohne Namen. Gibt's mir einen Riesenapplaus für Frank, Electric, Engality und Benjamin. Ja, hi. Moin. Geil, ey. Tag. Moin. Ja. Oskar, moin. Paar mehr Namen aufgezählt gerade, als ihr seid, ne? Stimmt. Geil, ey. Schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass wir da sein können. Freut uns. Paar Fragen, Musik, kontroversen Fragen. Rubrik mit kontroversen Fragen. Gut. Gut, Christopher. Christopher, gut. Reicht. Wollte ich gerade. Kommt. Wäre korrekt, wenn du auch selber ein bisschen von alleine, ohne dass ich Dirigent spielen muss. Ich bin neu hier. Fanfragen, die euch gestellt wurden im Internet drin. Schwarz oder eher dunkel? Sehr dunkel. Eigentlich eher dunkel. Eher dunkel. Eher dunkel, ja. Super Antwort. Kalt oder gefrostet? Frostisch. So, ich mag Essen, was eingefroren ist, und dass man sich einfach in die Pfanne hauen kann. Mhm. Super, dann komme ich zur nächsten Frage. Okay. Meer oder Meeresfrüchte? Meeresfrüchte. Meeresfrüchte. Super. Dann komme ich auch schon zu der nächsten Frage. Kalamari oder Flipper? Kalamari, Meeresfrüchte. Oder Flipper? Kalamari. Ich würde sagen Kalamari. Ja. Oder lieber Flipper? Nee, lieber, ich würde... Flipper. Oder Kalamari. Weiß ich, du? Kalamari auch, ja. Kalamari, ja. Ja. Ich mag Flipper. Zum Beispiel. Okay. Getreide oder Getriebe? Getreide, ich finde auch Getreide, ja. 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 Aber ohne Getriebe kein Getreide. Weil wer will das Getreide vom Feld holen? Stimmt. Wenn du kein Getriebe hast von dem Traktor. Stimmt. Beides. Tut mal ein bisschen dasselbe mitdenken. Ja. Ja, dann, dann Getriebe. Also beides ja. Halt, ne? Beides brauchen. Zusammen, ja. Wir haben ein Geschenk dabei für dich. Geil. Ja, haben hier so eine Kerze von Wilhelm, das aus der ersten Staffel hat er gemacht. Wollen wir dir schenken. Weißt du, die Kerzenszene und so, weißt du? Das, der Hausmeister. Wie bitte? Mit einer Kerze, das. Ja, mit dem Hausmeister. Ja. Mit dem Hausmeister. Du hast doch dir geguckt, die Folge, oder? Wie ist das mit Ding? Mit einer Bewerbung bei euch. Weil ganz ehrlich, ich habe mich beworben. Echt? Alle wissen das. Du hast dich beworben? In den Laden. Ach, echt jetzt? Ja, natürlich. Ein Casting. Casting habe ich gemacht. Ah. Kann ich euch zeigen. Gearbeitet. Hopsen. Geil. Also bist du auch Schauspieler oder was? Das ist für den Laden. Als Mitarbeiter, als. Oder als Schauspieler? Für den Laden, für das, was ihr gefragt habt, dass ich da arbeite oder nicht. Für die Serie jetzt oder was? Oder für den Supermarkt. Aber den gibt es nicht in echt. Das ist fiktiv. Das ist Filmkulisse. Feinkost Kolinski, das ist eine Filmkulisse. Und wir stellen nicht in echt Leute an. Also Clara. Also, hast ja gerade mit Pina sozusagen da gesprochen. Das ist meine Rolle sozusagen. Also.
Eine Frage, habt ihr das Gefühl, dass ich dumm bin oder? Nee, nee. Was sagt Christoph? Wir haben ein kleines Geschenk für Clara, weil wir haben recherchiert intensiv, deine okay. ganze Jugend durchstöbert. Okay, okay. Und sag mal so. Ach du. Da du selber auf Stelzen läufst gerne, ihre Jugend. Kennst du? Pass auf, hey, hey, pass auf. Tschüss, krieg wieder dich. Oh, ah! Hey, 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 los! Hey, hey, ich bin Profi, kein Problem, ne? Hey, hey, hey! Ich komm von hoch, was ist denn? Ding, hast du schon gesehen, dass du gerade was auseinandergenommen hast? Ah, hey! 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 Wieso? Du hast doch gesehen, dass er reinkommt. Ich hab gesehen, dass er auf der Bühne war. Oder? Krass, krass, Digga. Ist der Tom einfach irgendein Tipp? Ich kann jeder. Dankeschön. Ja, ja. Geil. Geil, ey! Woo! Danke. Danke für deinen Pfammen. Ja, danke Geil. Fürs Geschenk. Sehr gern. So, weil ihr wieder verlassen wird, kann ich mich dazulegen. Ja, denk, wäre korrekt, wenn du. Ja, ja, besser. Ja. Okay. Pass auf, du hast. Also, ja. Tschüss. Adios. Ciao. Hey. Vielen Dank. Geil, ey. Das ist fast. Ey, krass. Ich habe eine Frage. Wer bist du? Also, gehört zum Team. Zum Weilchen? Hier, so. Dem Team. Zu uns gehst du nicht? Nee, zu dem. Zu dem Team. Du warst ja vorhin die ganze Zeit hier bei den Leuten. Ach so, aber ihr habt doch gesagt, ich soll mit draufkommen. Also. Ich hab das nicht gesagt. Ja, nicht. Also ich stand. Also. Kann es sein, dass du dich hier reingesneakt hast? Nee. Ich. Christopher, kannst du mal aufhören, so dramatische Musik zu spielen? Ich bin gerade in einer ernsten Situation. Ich kenne ihn nicht, also. Sorry. Weil du standst vorhin schon die ganze Zeit bei uns. Ja, er ist also die ganze Zeit rumgelaufen. Ja, er war sogar da unten, als wir Toilette waren, stand er vor der Toilette die ganze Zeit. Also nicht. Komm mal kurz her. Herrn da unten lass. Guck, ob du bewaffnet bist. Nein, ich habe keine Waffe. Ich habe. Kannst du vielleicht. Was? Ich hab das besser gemacht. Achso, war doch. Achso. War doch ein Joke. Hä? Er gehörte doch dazu. Wer? Tu den ruhig weg. Ich war gerade eher Tipp von deinem. Also was ja, ich habe nichts gesagt. Nein, ich habe. Kurz genau. Einmal eine. Hm? Einmal eine Sache. Und zwar, uns bringt das mega Spaß. Hier. Aber wir hatten uns das ein bisschen anders vorgestellt. Und deswegen, wir müssen in den Schnittraum und schneiden. Ja. Gleich los. Deswegen wollen wir sagen, dass wir tatsächlich gleich los müssen. Wohin? Nach Hamburg. Hamburg. Jetzt gleich. Ja. Wir dachten eigentlich, das ist so eine Stunde lang viel reden und so. Und jetzt passiert nichts so wirklich, weißt du? Ja, ja, ich hatte es schon verstanden. Ihr müsst gehen. Ja, ja, genau. Deswegen vielen Dank, aber dass wir hier sein konnten. Ja, warte kurz. Setz dich hin, ey. Leg dich zurück. Lehn dich zurück. Set back the legs. Wer hat das Drehbuch geschrieben eigentlich? Wir zu dritt. Drei. Ja. Krass. Und du, Clara, hast mitgeholfen, oder? Nee, also ich glaube, Ideen konnten wir ab und zu mal mit einbringen, aber ja. Ich habe am Ende nur. Das läuft dann immer so ab, dass wir uns so einsperren in so einen Raum für einen Monat. Erzähl. Genau. Auf jeden Fall schreiben wir dann so einen Monat lang und dann kommen wir irgendwann raus mit einem fertigen Drehbuch und dann fangen wir an zu drehen.
Krass. Es ist halt Improvisation. Mhm. Und es gibt quasi nur eine indirekte Rede in den Drehbüchern. Krass. Dann kannst du das ist ja das Ding. Wenn man Schauspielerei macht, tut das intensiv agieren, sag Digga, mal wir sitzen so. Seit 3 Stunden. Ey, wohin? Ich dachte, jetzt wäre vorbei schon die Show. Weil du hast nicht mehr zugehört. Natürlich habe ich gehört. Ich habe alles gehört. Was ist mit euch los? Nur weil ich kurz Blumen gegossen habe. Wollt ihr, dass die verrecken? Nee, sorry. Also wollt ihr, dass die Pflanzen verrecken? Nee, aber... Ich wollte auch eigentlich eh nicht gehen, tatsächlich. Nee, ich wollte noch... Also, du willst bleiben noch? Ich würde bleiben. Gesagt, wir müssen noch schneiden. Nein, ihr habt gerade gesagt, ihr wollt gehen. Ich wollte nicht gehen. Ist ja auch interessant, dass du die Nüsse... Hast du ja auch gut gehen lassen gerade, ne? Nein, die stehen... Also, ich dachte, weil sie da jetzt stehen. Die stehen schon seit ein paar Monaten. Komm, wir sind ja gerade ein bisschen für Promotion hier für die 2. Staffel. Vielleicht kannst du ja darüber irgendwie Fragen stellen oder so. Also natürlich. Ich will jetzt gar nicht in deine Show eingreifen, aber vielleicht... Natürlich, klar. Ich weiß nicht. Kann ich euch eine Frage stellen? Gerne. Könnt ihr kurz eine Runde lachen für Schnitt? Phänomenal. Phänomenal. Herrlich. Nochmal eine Runde. Herrlich, phänomenal. Oh, das passiert. Herrlich. Phänomenal. Herrlich, ey. Boah, ich kann mich gar nicht konzentrieren, so viel Spaß macht. Herrlich. Sollen wir mal vom Dreh erzählen? Ey, ich wollte gerade fragen. Sonst frag doch mal Clara, wie es so ist als Schauspielerin am Set, oder? Clara, wie war es für dich als Schauspielerin am Set? Ja, mega. Geil, ne? Ja, ist geil. Also mit den dreien. Ist geil, ne? Ja, voll. Hammer, freut mich voll für euch. Und so kommen wir zum Ende der Show, meine Damen und Herren. Es sei denn, Sie haben noch einen Wunsch. Ah ja, wir sind schon eine Viertelstunde hier. Wenn du alles hast, dann... Wir haben nichts mehr, also... Gar nichts mehr. Wollt ihr nichts erzählen von euren Sendung? Ach so, ja, genau. Schaltet ein, ja. Discounter Staffel 2 am 11.11. auf Amazon, auf Prime Video. Merkt ihr das? Ich kein Sponsoring mache hier. Merkt ihr das? Ach so, ich dachte, das war der Aufhänger für die Show. Ja. Gar kein Sponsoring. Selber finanziert. Komplett selber. Ach so, das bezahlt keiner für dich quasi? Niemand. Ich tue das selber mit meinem Schwiegervater und seine Mutter, also Helene, seine Mutter und sein Vater tun das finanzieren. Geil. Schwiegereltern. Nicht ein Sponsoring. Ganz schön großes Set so. Ja, toll. Ja. Echt ziemlich geil. Investiert. Ich habe ein ganz kleines Geschenk für euch. Und so ein Abschied. Für dich. Als Kette. Doch finanziert. Also, ja, ich will von niemand Geld nehmen. Das ist nur so eine Kette, haben wir uns überlegt, eine Kleinigkeit, wo man auch eine Hochzeit anziehen kann oder Taufe. Ja, ist fresh, super. Aber das niemand merkt. Ja. Würde ich. Ja, geil. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Warte kurz. Subtil. Wir können ja nicht nach Hause gehen, bevor jemand nicht das Lachgesicht kriegt. Danke. Super. So rum, oder? Genau. Sieht gut aus. Ist nochmal für dich. Danke. Ach, cool. Das ist auch für dich. Danke. Jetzt kannst du nochmal eins haben. So. Und die zwei. Last but not least. Für dich, mein Freund. Das ist echt nice. Wollt ihr auch eine haben? Ja, ich würde eigentlich gerne. Ich kann die auch. Hey. Lieber nicht. Ich habe eine Kleinigkeit. Ach, hast du noch was gegeben? Und zu allerletzt. Last but not least. Danke. Gerne. Last but not least, Clara. Aha. 3 Plexiglas. Massivst Plastik. Aha. Für dich. Deswegen haben wir eins für dich. Das heißt, Dankeschön. Von dir nimm mal eins weg. Lad. Danke. Ja, mega. Ja, vielen Dank. Danke. Sehr gerne. Und hey, ich sag euch, tut euch nicht verkaufen, tut independent bleiben. Ja, das ist echt. Tut euch nicht verbiegen.
Okay. Gut, jetzt gibt's Smile der Woche. Wenn's geht, könnt ihr lachen, wie das auf dem Ding. So wie das Ding, Zeichen auf dem Brust. In die Kamera. In die Kamera, einfach frontal. In den Mitte. Okay. Zeig mal wie. Super. Ja. Meine Damen und Herren, gebt mir einen Riesenapplaus für den Discounter-Couch. Das ist echt schön. Ah, kannst du ausziehen. Ich brauche die alle wieder zurück. Ach so. Jetzt Kamera aus. Erstmal geil, dass sie kommt seitdem. Wer war so hier? Wer war schon hier? Waren noch deine anderen Gäste und so? Ich weiß nicht, ob du die kennt, international. Frank the Jewelry, Jason Okrando, der bei Massive Attacks in den Background getanzt hat. Blind to the River, die Serie kennt ihr. Eine der erfolgreichsten Serien von Amazon Prime. Okay. Kennt ihr Robert De Niro? Ja, klar. Den kennen wir. Der ist ja gerade angefragt. Angefragt. Markus Lanz, kennt ihr? Markus Lanz. Der war noch nicht hier. Mhm. Aber auch angefragt? Den haben wir noch nicht gefragt. Aber willst du ihn noch fragen, oder? Wahrscheinlich nicht. Nein. Aber der macht seine Sendung. Erfolgreich. Er hat auch eine Sendung. Er hat eine Sendung mit ZNF. Meine Damen und Herren. Musik, Christoph. Ich gehe zuerst. Alright. Ich mache Licht aus komplett. Ihr bleibt noch sitzen. Okay. Bleibt noch kurz sitzen, ne? Ich komm wieder reingerannt und sag, wo bleibt ihr? Hey! Wo bleibt ihr? Show ist vorbei! Komm! So, okay. Wegen Sympathisch, weißt du? Lacht mit! Krass, ey! Hey. Geil, ey! Was machst du da noch, Christopher? Du merkst aber schon, dass die Show vorbei ist. Und? Die Show ist vorbei. Schon wieder haben wir kein Geld gemacht. Schon wieder sind sie abgehauen, ohne zu zahlen. Aber wir bleiben dran. Wir sind independent. Meine Damen und Herren, lasst euch nicht verbiegen. Wir sind independent. Ich bleib hier, bis der letzte Vorhang fällt. Ich bleib hier, bis der letzte Vorhang fällt. Schubid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